Mrs. Rossi, ich komme wegen des Jobs. Kommen Sie rein. Er war vorher in einem Heim für Kriegsveteranen, aber er hat's gehasst dort. Der Colonel ist ein Gentleman. Ein Held, verstehen Sie? Ehrlich, dieser Mann ist wer? Keine Panik, im Grunde ist er harmlos, Charlie. Komm schon rein, du Idiot. Was willst du? Wie, was ich will? Was willst du hier? Ich will einen Job. So, einen Job. Glauben Sie mir, das Geld ist leicht verdient. Nur ich habe kein gutes Gefühl. Wie sieht deine Haut aus? Ich möchte mich mit dir nicht blamieren. Naja, ich habe ein paar unreine Stellen. Ein Mitschüler hat mir etwas ausgeliehen. Pickelcreme oder sowas ähnliches, das trage ich jeden Tag. Die Geschichte meiner unreinen Haut von Charles Sims. Hol meine Uniform, sie hängt in einem Kleidersack im Schrank. Colonel, verreisen wir etwa? Sag mir, was geht dich das an? Und zuck nicht mit den Achseln, ich bin blind. Unsere Reise geht nach New York City. Ich bleibe nicht in New York, ich muss zurück. Charlie steckt in einer schweren Krise. Denken Sie, dass er sie in den Griff kriegt? So wie er aussieht, glaube ich schon. Glaub nur nicht, dass ich Frauen nicht sehen könnte, nur weil ich sie nicht sehen kann. Mann, Sie denken nur immer an das eine. Frauen sind alles im Leben. Sie duftet nach Floris, Fleur de Rocaille, Ogilvy's Sister Soap. Das ist verblüffend. Es ist meine Stärke zu verblüffen. Ich muss wieder in die Schule zurück. Das schaffst du nicht mehr. Gerade sagten Sie, dass der letzte Flug um 10 ginge. Das war gelogen. Mein einziger Wunsch ist, ein letztes Mal aufs Schlachtfeld zu ziehen. Sie sind an einem Tiefpunkt. Was weißt du denn schon? Hast dein Leben lang nur MTV gesehen. Ein Film von Martin Brest, dem Regisseur von Midnight Run und Beverly Hills Cop. Du wirst mich nicht davon abhalten. Ich tue es sowieso. Wer einen Fehler macht, der tanzt weiter. Soll ich dich erschießen oder adoptieren? Sie haben die Qual der Wahl, Colonel. Al Pacino und Chris O'Donnell in Der Duft der Frauen. Was für ein zauberhafter Ort.